In der heutigen Minecraft Challenge bin ich der Warden. Ich habe 20 Herzen, bin ziemlich stark, kann aber auch ziemlich wenig sehen. Kann ich es schaffen, so Minecraft durchzuspielen? Los geht's und es ist verdammt dunkel hier. Dafür habe ich aber 20 Herzen und sehe so aus. Oh mein Gott, ich weiß noch nicht, ob das heute einfach oder schwer wird. Ich glaube, beides ein bisschen. Weil 20 Herzen sind natürlich eine coole Sache und ich glaube, wir sind auch ein bisschen stärker. Aber dass man halt nur so 10 Blöcke weit sehen kann, ist nicht besonders hilfreich. Und wie funktioniert das mit den Shriekern jetzt? Ich meine, der Warden ist ja schon da. Wir gucken mal. Wir müssen ihn erstmal dreimal auslösen, damit überhaupt was passieren könnte. Aber meiner Meinung nach ist hier in der Nähe schon ein Warden. Das heißt, es sollte keiner spawnen. Hoffe ich einfach mal, weil ich habe Angst vor Warden, auch wenn ich selber einer bin. Okay, es passiert absolut gar nichts. Das war jetzt schon das 4. oder 5. Mal. Ich habe nicht mitgezählt. Aber egal, es klappt, es spawnt kein Warden, weil ich schon da bin. Und wenn ich sprinte, sieht auch richtig komisch aus. Okay, egal. Wir sollten jetzt loslegen, bevor ich gleich Hunger bekomme. Wir können hier eigentlich richtig gut looten in der Ancient City. Nur, dass man halt richtig schlecht was sieht. Und Holz haben wir hier auch. Also eigentlich gar nicht mal so schlechte Grundvoraussetzungen. Nur mit Essen wird es ein bisschen schwierig. Vielleicht finden wir aber so einen Eisraum. Da kann man ja auch goldene Karotten finden. Man muss erstmal überhaupt die Truhen finden. Die sind zwar nicht besonders schwer zu finden eigentlich, aber wenn man so überhaupt nicht weit sehen kann, ist das wieder ein bisschen was anderes. Hier haben wir eine Truhe, die hole ich mir direkt. Auch wenn hier super viel rumgeschrien wird, ist es super laut einfach. Und hier haben wir was zu essen, immerhin. Ich könnte es theoretisch sogar anbauen. Und eine Dia-Hose. Das zweite Item, was ich heute habe, ist eine Dia-Hose. Stärke nehme ich mir mal mit, aber werde ich wahrscheinlich eh nicht benutzen, wie ich mich kenne. Aber die Dia-Hose ziehe ich gerne schon mal an. Das ist heute irgendwie echt eine ziemlich weirde Challenge, wenn man bedenkt, dass ich erstmal in der Ancient City stehe, überall geschrien würde, aber es interessiert mich einfach gar nicht. Und ich als eines der ersten Items eine Dia-Hose habe. Das gefällt mir irgendwie. Hier haben wir noch ein bisschen Essen. Es schadet nicht. Und ein bisschen Knochenmehl, um mir noch mehr Essen zu machen. Und mit den Truhen ist echt praktisch, finde ich. Haltbarkeit, Explosionsschutz. Was haben wir hier drauf? Haltbarkeit und Reparatur. Dann nehme ich erstmal Explosionsschutz. Wenn die kaputt geht, kann ich ja immer noch austauschen. Und hier haben wir noch mehr Kohle, aber sonst nicht wirklich irgendwas drin. Vielleicht noch ein Sattel. Als Warden auf einem Pferd reiten, das stelle ich mir lustig vor. Wenn wir hier überhaupt hochklettern, ich glaube, die Leiter ist zu dick, oder? Ja, ist sie auch. Okay. Das heißt, ich sollte mich vielleicht erst um Items kümmern. Hier in den zwei Truhen haben wir wieder nicht wirklich was drin. Ich hätte gerne irgendwie einen OP-Apfel oder sowas. Ist jetzt nicht besonders bescheiden, aber egal. Hier haben wir Holzstämme. Da kümmern wir uns jetzt also erstmal um Holz mit. Dann kümmern wir uns als nächstes um die Steintools. Perfekt. Und jetzt bekomme ich langsam auch Hunger. Das heißt, ich sollte mich mal ein bisschen darum kümmern, vielleicht das Essen schon mal zu vermehren. Oder wir gehen an die Oberfläche, weil an der Oberfläche kann man eigentlich chilliger leben. Vielleicht nicht als Warden, aber egal, das kriegen wir schon hin. Hier haben wir erstmal nochmal eine Truhe mit noch einer Dia-Hose. Ich brauche nicht so viele Dia-Hosen. Aber auch Huschen 1. Nehme ich mir schon mal mit. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt benutze. Huschen 3 vielleicht schon eher. Okay, zweimal brauche ich es eigentlich nicht. Ich nehme es nur einmal mit. Okay, ich kann nicht mehr sprinten. Ich sollte mich also erstmal darum kümmern, das Essen zu vermehren. Dann vermehren wir die jetzt erstmal. Knochenmehl haben wir auf jeden Fall mehr als genug. Eins der Knochenmehl haue ich direkt auch schon komplett da rein. Und dann bekommen wir einfach über einen Stack Leuchtbeeren. Lecker Leuchtbeeren! Das schmeckt dem Warden richtig gut. Bringt natürlich nicht viel, aber erstmal gut zum Regenerieren und wir können halt gefühlt unendlich machen. Wenn wir hier fertig sind mit Looten, gehe ich dann an die Oberfläche. Dann sollten wir uns aber fürs Late Game auch um anderes Essen kümmern, auf jeden Fall. Okay, langsam sind wir aber eigentlich auch schon durch. Hier beim Redstone gibt es, soweit ich weiß, nicht besonders viel zu holen. Und hier wurde auch noch mittendrin eine Geode generiert. Ich würde sagen, es wird Zeit, etwas Licht zu erblicken. Der Himmel wird immer schwarz sein, merke ich gerade, weil wir sehen nicht besonders weit. Aber egal, ich will trotzdem den Himmel über mir haben. Also gehen wir mal ein bisschen hier raus und begeben uns mal irgendwo an den Rand, wo wir uns ein bisschen hochbauen können. Ich hoffe, dass wir auf dem Weg noch ein bisschen Eisen finden. Dann kann ich mir direkt noch Eisen abbauen und muss nicht nur auf den Eisengolem gehen. Hier geht es auf jeden Fall schon mal ein Stückchen höher. Aber es ist schon echt ein bisschen stressig, dass man überhaupt nicht weit sehen kann. Wer weiß, wie tief es da runter geht. Hier geht es nochmal gut weiter. Und hier sieht es auch einfach direkt viel gemütlicher, heller aus, weil wir viel mehr Wände haben als da unten. Und hier haben wir doch direkt Eisen, wo man gut drankommt. Und auch schon mindestens 3, sogar 4. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall einen Eimer plus Schild machen. Hier sind Creeper, die sollten mir eigentlich nichts tun. Ich bin ja selber feindlich heute. Die tun mir auch wirklich nichts. Entspannt. Hier kommen wir raus aus Deep Slate. Das Lustige ist nur, ich denke die ganze Zeit, es kann sogar sein, dass hier der Himmel offen ist. Aber ich sehe es halt einfach nicht. Für mich macht es von hier unten, von der Sicht ja noch keinen Unterschied, ob da oben der Himmel ist oder einfach eine Höhlendecke. Aber nach Himmel sieht es hier dann tatsächlich nicht aus. Wir sind hier aktuell auf Höhe 37. Aber die Ancient Cities liegen ja meistens unter Bergen. Das heißt, es kann sein, dass wir bis auf Höhe 100 oder so hoch müssen. Oder vielleicht sogar noch höher. Aber egal, wir probieren es einfach. Ich baue mich einfach mal gerade hoch und wir schauen, wo wir rauskommen. Und hier sieht es nach Tag oder so aus. Der Warden steigt aus der Höhle. Ich weiß halt wirklich jetzt nicht, ob Nacht oder Tag ist. Könnte beides sein. Hallo, ihr Bienen. Schön, dass ihr auch hier seid. Und ich sehe halt auch hier oben nicht besonders weit. Ich muss echt gucken, wie ich das spiele. Allein schon, dass ich nie weiß, ob Tag oder Nacht ist gerade. Oh doch, ich kann es rausfinden, wenn ich hier Mobs rumlaufen sehen würde. Da ich bisher außer Bienen noch keine Mobs gesehen habe, glaube ich tatsächlich, es ist gerade schön heller Tag. Die Sonne strahlt mir ins Gesicht, aber ich sehe sie nicht. Wir gehen uns mal ein bisschen umsehen, um halbwegs einen Überblick über die Situation hier zu bekommen.
bekommen. Hier haben wir Savanne. Da könnten wir natürlich auch einen Lavasee finden oder halt auch ein Dorf. Fände ich beides ganz cool eigentlich. Und Wasser. Juhu, ich kann endlich im Sonnenschein baden gehen. Und hier läuft Essen. Warte mal, ich möchte ausprobieren, wie viel Schaden ich mit der Hand mache. Hier ist ein Weg. Ich glaube, wir haben ein Dorf gefunden, bevor ich ein Haus gesehen habe. Und ich glaube, ich habe auch noch nie ein Dorf so spontan unter mir gefunden. Weil man sieht das ja immer schon von Weitem eigentlich. Okay, Schaf, halt mal kurz still. Ich möchte was ausprobieren. Und Sonic Boom. Oh, das macht sogar ein bisschen Flächenschaden anscheinend. Ja, dann nehme ich mir hier mal lecker Essen mit. Das war ein bisschen brutal irgendwie, aber auch irgendwie nice. Und jetzt schauen wir mal, wo die Dörfer sind, an denen der Weg hier hängen muss. Hier sind Beete. Aber hier hört der Weg auf. Das kann doch nicht sein. Ah, hier oben geht's weiter. Ich suche gerade ein Dorf. Das ist so weird, dieses Gefühl. Hier haben wir das erste Haus. In der Truhe haben wir Emeralds. Nehme ich mit erstmal. Vielleicht traden wir, weiß ich noch nicht. Und hier weiß ich halt schon wieder überhaupt nicht, wie tief es runtergeht. Also auch mit Water MLG wird heute ein bisschen anders und ein bisschen unangenehmer. Ich will trotzdem hier runter. Ich schwimme einfach mal hier runter. Okay, es ist nicht so tief, wie es sich immer anfühlt, aber es hätte trotzdem auf jeden Fall Fallschaden gebracht. Und hier haben wir Weizen für Brote. Dann macht der Warden sich gleich mal eine Hacke und geht hier erstmal an die Arbeit, würde ich sagen. Hier haben wir schon mal ein paar Brote und noch ein paar Emeralds. Schade eigentlich, dass ich in der Ancient City keine Hacke gefunden habe. So eine Diamanthacke wäre natürlich jetzt nice, um die Weizenblöcke abzufarmen. Okay, ich sollte, glaube ich, mit der Hand auch gut Schaden machen. Wir gehen mal auf den Eisengolem. Oh mein Gott, der ist fast tot und der ist irgendwie gar nicht böse. Er weiß, dass er keine Chance hat. Zwei Hits ohne Crit. Ich habe trotzdem Angst. Viermal geschlagen, ohne zu critten und der Eisengolem ist tot. Okay, ich werfe sofort mein Schwert weg. Das brauche ich doch nicht mehr. Wie nice ist das denn? Das ist richtig OP auch eigentlich. Ich brauche schnell zwei Steine. Dann mache ich mir eine Hacke. Und wir kümmern uns erstmal schön um ein paar mehr Brote. Ich finde es allerdings immer noch schwierig, irgendwie rauszufinden, in welche Richtung sich das Dorf erstreckt. Ich will noch gerne einen zweiten Weizenhaufen finden. Hier oben ist auf jeden Fall auch noch ein Haus. Aber da drumherum dann eher nur Stein, wie es aussieht. Okay, ich glaube, wir sind auf dem Gipfel. Sicher bin ich mir wirklich nicht, weil ich weiß ja nicht, was daneben so ist. Aber es sieht hier auf jeden Fall höher aus als direkt um mich drumherum. Dann hole ich mir noch ein paar Steine und wir machen uns einen Ofen. Dann können wir uns nämlich direkt hier das Eisen durchbraten. Und hier auch noch direkt ein bisschen mehr holen. Dann können wir uns die Rüstung voll machen mit einer Eisenrüstung. Da sind wir ja gefühlt unsterblich, oder? Ich mache mir schon mal den Eimer. Und zumindest aus den Weizen, die wir haben, schon mal auch noch ein paar Brote. Die reichen vielleicht sogar schon. Ich habe ja auch noch meine Leuchtbeeren, meine leckeren. Dann ein Schild. Und auch direkt einfach eine Eisenspitzhacke. Dann haben wir noch 11 Eisen insgesamt. Ein Schwert brauche ich heute nicht. Dann würde ich mir noch eine Eisenaxt machen. Die ich eigentlich auch überhaupt nicht brauche, wenn ich mal so drüber nachdenke. Aber egal. Damit können wir wenigstens effektiv Holz abbauen. Mit der Axt was zu schlagen, macht, glaube ich, weniger Schaden als einfach mit meiner Hand. Und wir schauen jetzt mal, wie das hier aussieht, wenn ich mich so ein bisschen strecke. Oh mein Gott. Der Typ hier ist schon irgendwie mächtig, wenn man so drüber nachdenkt. Dann mache ich mir jetzt einfach noch Eisenstiefel und dann war es das auch schon. Aber wir brauchen auch nicht jetzt eine volle Eisenrüstung. Wir haben eh 20 Herzen und eine Dierhose. Dann wird es eigentlich jetzt langsam Zeit, in den Nether zu gehen. Wir sollten also einen Lavasee suchen. Ein Bett mache ich mir jetzt einfach mal nicht, weil ich weiß nicht, wann Nacht und wann Tag ist und Mobs tun mir sowieso nichts, wenn ich sie nicht angreife. Also lassen wir das mal. Dann direkt noch ein Feuerzeug, noch ein bisschen Holz und ein paar Steine. Und dann hätte ich nichts dagegen, wenn wir vielleicht hier direkt in der Savanne auch einen Lavasee finden können. Okay, wir haben mehr als genug. Dann laufen wir einfach mal blind in die Savanne rein. Weil anders als blind geht es halt auch heute einfach nicht. Die Frage ist, wie gut wir jetzt so einen Lavasee überhaupt sehen würden. Weil wenn der jetzt 20 Blöcke von mir weg ist, sehe ich den ja logischerweise nicht. Hier ist tatsächlich ein Lavasee. Ich habe so einen kleinen Funken oder diesen Rauch in der Dunkelheit gesehen. Mega gut. Portalgießen wird jetzt nochmal ein bisschen komisch vom Gefühl her, aber sollte an sich kein Problem sein. Nur, dass ich kein Wasser mitgenommen habe. Perfekt. Haben wir hier irgendwo Wasser? Ich brauche Wasser. Ich will in den Nether. Hier ist noch ein Lavasee. Ich will doch nur Wasser. Schön immer bergab laufen. Vielleicht findet man dann irgendwie einen Fluss oder sowas. Wie tief geht's hier runter? Es ist, glaube ich, gerade Nacht, weil der brennt nicht. Und hier ist Wasser. Dankeschön. Dann gießen wir hier ein Portal hin. Perfekt. Und ich habe mal so gebaut, dass auf der anderen Seite kein Obsidian ist, weil so können wir da nicht reingehen als Warden. Wir sind ein bisschen größer als normalerweise. Aber so können wir uns einfach hier unten ein bisschen runterbauen, anzünden und dann geht der Warden rein in den Nether. Hallo Nether. Was geht? Ich bin in einem Basaltdelta. Das ist natürlich nicht so cool. Und ich realisiere hier auch gerade nochmal, wie schwierig das sein kann, weil die sehr eingeschränkte Sicht doch nicht wirklich hilfreich ist hier. Du kannst nämlich überall super tief runtergehen. Und eine Festung zu finden wird wohl auch nochmal ein bisschen schwieriger heute. Oder wir nehmen die hier. Oh mein Gott. Hier ist einfach direkt eine Festung. Ich bin fast in der Festung gespawnt sogar einfach. Dann sind wir schon drauf auf der Festung. Das ging irgendwie krass schnell gerade. Das freut mich, weil das hätte nervig werden können. Die tun mir nichts. Gut. Habe ich auch nicht anders erwartet, aber ich hatte trotzdem ein bisschen Angst. Die Frage ist, was passiert, wenn ich jetzt hier einen Mob schlage, wie diese Plays zum Beispiel mit der Hand. Einfach One-Hit tot, hat nicht getroppt, aber die tun mir alle nichts. Das wird ja super entspannt heute, wenn man mal eine Festung gefunden hat. Hat man ja gar keine Probleme mehr im Nether. Hallo Plays und weg mit dir. Wir machen also genauso weiter. Jetzt müssen wir nur einen Spawner finden, aber da will ich mich mal nicht beschweren. Das sollten wir wohl auch noch hinbekommen. Hier ist auf jeden Fall Endstation. Da oben ist ein Spawner. Dann gehen wir hier jetzt richtig schön rauf auf die Blazes. Langsam habe ich aber das Gefühl, die droppen nicht, wenn ich sie so töte. Zählt das vielleicht nicht so richtig als Spielerkill? Wie sieht das aus, wenn wir so machen? Das sieht auf jeden Fall nice aus, aber ich habe sie nicht getötet damit leider. Und ich kriege keinen Feuerschaden, oder? Ja, perfekt. Dann nochmal rein da.
Und so droppen sie auf jeden Fall. Und das ist auch mein erstes Mob, was ich getötet habe, angeblich. Das heißt, mit der Hand zu töten zählt nicht als mein Kill. Also können wir so auch keine Place Rods bekommen. Dann machen wir mal mit dem Sonic Beam und der Axt weiter. Dann habe ich die 7 Place Rods, sogar 8. Und jetzt haben wir halt das nächste Problem. Nämlich müssen wir jetzt eigentlich einen Warp Forest suchen. Wenn ich zuerst eine Bastion finde, würde ich auch auf jeden Fall eine Bastion nehmen. Dann können wir mit den Piglins traden. Oder wir gehen halt raus und traden ganz langweilig mit den Villagern. Hier ist halt auch wirklich kein gutes Biom, um hier so ein bisschen sich fortbewegen zu können, der Sicht. Ich laufe wenigstens mal ein paar Blöcke. Vielleicht ist ja hier auch direkt ein Warp Forest vor mir und dann ärgere ich mich. Okay, der Lavasee hört nicht mehr so wirklich auf. Ich weiß nicht, wie weit ich mich noch bauen muss. Und ich habe 14 Steine, also lasse ich das hier mal. Wir müssen eher ein bisschen versuchen, einen Weg zu finden. Okay, hier haben wir Lava im Weg. Aber hier geht's raus. Erstmal wieder nach oben. Und hier sehen wir aber noch weit und breit, also so weit wir halt sehen können, immer noch kein neues Biom. Aber hier können wir noch ein bisschen so laufen. Irgendwann muss ja ein neues Biom kommen. Und vielleicht ist das ja direkt ein Warp Forest. Da hinten sehe ich Piglin-Rüstungen rumlaufen. Also vielleicht Nether Wastes oder ein Crimson Forest. Hier sieht's nach Nether Wastes erstmal aus. Okay, er ist irgendwie böse, aber auch nicht böse. Ich glaube, ich sollte mal Goldteile anziehen. Oder noch eine andere Idee. Wir schalten den einfach kurz aus. Geht schneller und ist auch leise. Der Nether sieht eigentlich nochmal viel gruseliger aus. Nur finde ich es halt nicht gruselig, wenn man selber der Warden ist. Weil es ja einfach dann wegen einem selbst ist, wirkt es halt auch nicht so gruselig, finde ich. Okay, ich habe noch nicht mal überhaupt einen Wald gesehen bisher. Hier brennt es überall. Und da ist ein Warp Forest. Direkt vor mir einfach. Und ich sehe ihn jetzt erst. Okay, dann gehen wir auf jeden Fall so auf die Enderman. Und ich glaube, ich brauche nicht mal ein Boot. Weil Enderperlen droppen mir nicht nur, wenn der Spieler den Enderman tötet. Das heißt, ich kann ihn mit meiner Hand erschlagen. Jetzt muss ich nur erstmal Enderman finden, weil hier ist irgendwie nicht so offene Fläche. Da unten ist ein Enderman. Bisschen falsch an geht. Wir haben ja 20 Herzen immerhin. Und dann haue ich dem Kollegen auf den Kopf. Er überlebt das einfach. Er hält also gut was aus, aber zwei Schläge überlebt er dann auch nicht. Hier haben wir den nächsten und da gehen wir rauf auf die Enderperlen. Damit haben wir 12 Enderperlen. Ich hätte aber auch heute natürlich gerne wieder die 13. Und ich höre hier um mich herum irgendwo einen Enderman. Da oben ist er. Ich merke halt echt in der heutigen Challenge, dass ich viel mehr versuche, irgendwas zu hören. Das ist schon irgendwie krass, weil außer Creeper muss ich eigentlich nicht unbedingt was hören, außer dafür, dass es halt mehr Spaß macht, denke ich so. Und der droppt auch nicht, obwohl ich ihn sehr episch getötet habe, finde ich. Da haben wir die 13. Enderperle. Ich muss nur drankommen. Perfekt. Dann geht es ungefähr in diese Richtung zurück zum Portal. Allerdings müssen wir schon ein paar Blöcke laufen und ich weiß nicht mehr, wo mein Weg war. Erstmal raus aus dem Warp Forest und am besten nicht einfach irgendwo runterspringen, wo man nicht sehen kann, wie tief es da runter geht und was da unten ist. Hier ist schon mal der Warp Forest zu Ende. Und das sieht schon irgendwie ein bisschen gruselig aus, wie wenig man sieht. Ich habe es schon heute öfters erwähnt, aber ich finde es irgendwie immer noch krass. Und ich fürchte, hier können wir nicht runterspringen. Ich würde sogar behaupten, da unten ist Lava. Wobei, da ist Feuer. Wo Feuer ist, muss ja auch Block drunter sein. Sollen wir da runterspringen? Ist das schlau? Ich meine, ich habe 20 Herzen. Da kann keine Lava sein. Wie tief könnte ich mich denn runterbauen? Okay, nicht besonders tief. Und mein Spitzhacke ist kaputt. Dann mache ich mir erstmal eine neue. Und ja, hier können wir gut runterspringen. Das machen wir einfach mal. Also, ich kann meinem Instinkt, dass ich da das Feuer gesehen habe, nennt man das Instinkt, kann ich ruhig vertrauen anscheinend. Hier sehe ich das zum Beispiel nicht. Also springe ich hier mal lieber nicht runter. Und hier haben wir doch schön unser Spawn-Biom, wo es ja quasi schneit oder sowas in der Art halt. Hier hätten wir einen Strider und ich habe auch einen Sattel. Aber ich habe jetzt keine Pilzroute. Hier laufen wir lieber hier ein bisschen außen rum. Dieses hier ein riesiger Lavasee. Ich erinnere mich nicht an diesen riesigen Lavasee. Ich will doch einfach nur raus aus dem Nether. Da können wir hoch. Und hier kann man also schön in den Tod springen. Das möchte ich aber nicht. Es ist gar nicht so leicht, irgendwie einen Weg wiederzufinden oder überhaupt einen Weg zu finden. Da hinten läuft aber ein Piglin. Das heißt, da oben kann man laufen. Ich hole mir hier Blöcke mit und baue mich dabei auch schon ein bisschen hier hoch. Und dann bauen wir uns einfach mal da so ein bisschen rüber. Und hier haben wir zumindest schon mal Land wieder. Und sind jetzt auch an einer anderen Stelle im Basaltdelta. Ich glaube, hier sind wir schon ganz gut auf dem Weg. Und langsam sind wir in der Nähe. Hier müsste auch gleich schon irgendwo die Festung kommen. Hier ist das Portal noch viel besser. Dann gehen wir einfach direkt raus aus dem Nether. Zurück in der Overworld. Ich bin nicht da, wo ich mein Portal gebaut habe eigentlich. Okay, das finde ich gar nicht mal so cool. Ich war doch am Anfang schon in der Höhle. Ich bin froh, dass ich wieder raus bin. Aber ich hole mir kurz ein bisschen Eisen mit, wenn wir schon mal hier sind. Und dann machen wir uns auf den Weg nach oben. Hier müssen wir uns wieder hochbauen, wie es aussieht. Aber es kann ja nicht so weit sein wie am Anfang, weil hier ist ja kein Deep Slate. Und hier haben wir auch direkt Wasser. Aber es ist, glaube ich, nur eine Höhle, oder? Also ich verstehe langsam, warum der Warden lieber unten in der Ancient City im Boden bleibt. Und nicht besonders viel oben rum läuft. Und es ist schon wieder Nacht oder Tag. Wer weiß das schon? Ich hätte gerne ein bisschen Essen und ich frage mich, ob wir uns einen Bogen machen sollen oder ob wir auch einfach so auf die Endcrystals schießen können. Das ist halt eine gute Frage. Wahrscheinlich sollte ich sicherheitshalber wenigstens einen Bogen dabei haben. Und ich brauche auf jeden Fall noch mehr Essen, weil ich will mich eigentlich nicht nur von Leuchtbären ernähren. Ich glaube, wir sollten ein bisschen auf Fleisch umsteigen gleich. Aber als allererstes mache ich mir 7 Enderaugen und wir können ja auf dem Weg noch Tiere sammeln. Wir schauen mal, in welche Richtung wir müssen. Ich sehe das gleich gar nicht mehr, oder? Ja doch, ich sehe es noch. Da hinten geht's lang.
getroppt und wir laufen los in Richtung Stronghold. Hier müssen wir einmal in ein Boot steigen. Sieht auch als Warden richtig komisch aus mit den Armen, die so an den Seiten raushängen. So fahren wir mal ein Stück. Was würde ich mich wundern, wenn ich so Minecraft spiele und dann fährt so ein Warden in einem Boot an mir vorbei. Da wäre ich auf jeden Fall mindestens sprachlos und hier ist ein Dorf. Die Hacke habe ich nicht mehr, perfekt. Aber ist ja kein Problem, ich kann mir einfach eine neue machen und dann können wir doch wieder auf Brote gehen. Das Dorf konnte ich halt wieder von weitem nicht wirklich sehen, logischerweise. Aber wenn man da mal drin steht, kann man es ganz gut erkennen auf einmal. Aber so richtig groß scheint das nicht zu sein. Oder geht es hier noch weiter? Okay, ich habe absolut keine Orientierung mehr. Ich dachte, da wäre das offene Meer. Hier ist einfach ein Weg. Und hier ist noch ein Haus mit nichts drin. Und hier haben wir noch ein paar Brote und nochmal einen schönen Weizenhaufen. Dann hole ich mir hier noch das Eisen mit. Perfekt. Und hier ist ein Pferd. Ich finde, das Graue passt zum Warden eigentlich optisch ganz gut, oder? Wollen wir Freunde sein? Okay, ich stecke in der Decke. Werf mich bitte ab. Danke. Einfach ein Warden, der sich ein Pferd zähmen will. Ich hab's geschafft. Kannst du bitte nicht hier reinreiten? Da kriege ich Schaden. Komm, ich ziehe dir den Sattel an und wir gehen mal nicht mehr dadurch. Und dann springen wir erstmal hier raus. Und du kriegst nochmal ein Dia-Harnisch. Oha, sehen wir OP aus. Und das Pferd sieht fast gleich aus wie ich. Auch so leicht blau, ein bisschen grau. Verwechslungsgefahr, würde ich sagen. Und es ist super langsam und hat kaum Leben. Das ist echt cool. Hier haben wir erstmal noch mehr Weizen. Ich hole mir jetzt noch mehr mit. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ich mache mir ein Stack Brot und habe viel zu viel Weizen mitgenommen, wirklich. Mein Pferd wollte fliehen, aber so weit kann ich noch gucken. Und dann reiten wir mal weiter in Richtung Stronghold. Und hier ist ein Riesenlavasee direkt. Das ist so langsam, dieses Pferd. Oh mein Gott. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich ein bisschen schwerer bin als die meisten anderen Reiter. Hier muss ich einen ziemlichen Umweg laufen. Ich muss gleich noch mein Enderauge werfen. Einmal hier den Fluss. Ich hoffe, es ist ein Fluss. Doch, da hinten ist Land. Überqueren. Perfekt. Und dann werfen wir hier das nächste Enderauge. Es fliegt genau geradeaus von uns. Perfekt. Und droppt. Und da können wir einfach weiterreiten. Jetzt kommen ernsthaft Phantoms. Ja, ich habe nicht viel geschlafen. Ich wusste nicht, wann Nacht ist. Ich kann nichts dafür. Ich kümmere mich mal kurz um die. Ich sehe die nur nicht besonders weit. Da, ich sehe die Partikel von den Flügeln und weg mit dir. Oh mein Gott, den hat es richtig zerfetzt. Und ich hoffe einfach mal, dass es hier wieder ein Fluss, oder? Das ist ein Fluss, aber da ist ein bisschen schwieriger trotzdem. Ach komm, wir gehen ohne Pferd weiter. Mach's gut, Pferd. Du warst mir eine große Hilfe. Aber jetzt läuft der Warden mal wieder selber ein bisschen weiter. Und zwar in diese Richtung, genau. Und es geht kaputt. Das ist schade. Aber noch können wir genau 12 dann machen. Hier werfe ich nochmal ein Ende Auges zurück. Da ist hier irgendwo unter dieser riesigen Savanne muss der Stronghold liegen. Werfe nochmal. Okay, noch weiter zurück. Und hier fliegt es weiter nach links. Und wieder zurück. Und es kommen wieder Phantoms. Und es geht auch noch kaputt. Dann grabe ich mich jetzt einfach mal hier runter, bevor die Phantoms mich zu sehr nerven. Spitzhacke kaputt. Ich wollte gerade Eisen brennen, aber wir haben ja noch 3. Dann mache ich mir direkt eine neue Spitzhacke. Alles wieder abbauen und weiter geht's nach unten. Hier sind wir auf Deep Slate. Und hier landen wir direkt im Stronghold. Jetzt muss ich mir immer ein bisschen hier was aufbauen, weil ich nicht so gut hier durch kann durch normale Türen. Dann machen wir uns mal auf die Suche nach dem Portalraum. Hier in der Truhe haben wir noch mehr Eisen, finde ich gut. Und hier haben wir noch mehr Eisen und eine frische Spitzhacke. Die Spinne könnte mir mal einen Faden droppen. Oder halt die hier. Auch nicht, okay. Oh, hier haben wir eine Bibliothek. Hier kann ich mir die Fäden gut mitnehmen. Ohne Schwert geht das natürlich ein bisschen länger, aber wir haben ja den Wassereimer. Dann haben wir 3 Fäden. In der Truhe haben wir eine Karte. Dann schaue ich mir nochmal hier die Gegend ein bisschen an. Die sieht sehr schön aus. Hier haben wir noch ein Brot. Hier vielleicht noch ein paar Pfeile. Dankeschön. Zumindest einer. Und hier haben wir noch einen. Oh, und hier ist endlich der Portalraum. Direkt mal den Spawner abbauen. Und wir haben 2 Enderaugen drin. Dann mache ich mir noch 5 Enderaugen. Und wir aktivieren das Portal. Nice! Brot haben wir genug, würde ich sagen. Ich kann mir zwar auch noch mehr machen, aber die 57 reichen, glaube ich. Ich habe 2 Pfeile. Das reicht auf jeden Fall nicht. Ich hoffe einfach mal, dass der Sonic Beam mir weiterhilft. Dann mache ich mir jetzt aber wenigstens trotzdem den Bogen. Die Hand lasse ich frei. Und hier kommt ein Regenerationstrank hin. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Stecken nur minimal in der Decke und gehen so rein in den Endfight. Hallo, End! Ein neuer Endgegner ist erschienen. Ich würde den jetzigen gerne verdrängen. Die Endermen sollten mir nichts tun. Ich sehe nicht besonders weit. Aber den Enderdrachen kann man zum Glück auch gut hören. Und hier sind die ersten Crystals, die ich übrigens auch nicht sehe, merke ich gerade. Also selbst wenn ich mehr Pfeile hätte, wird das nicht leicht, die so zu treffen. Ich probiere es jetzt mal einfach so random so mit dem Sonic Beam. Ich habe keine Ahnung, ob ich getroffen habe. Ich glaube nicht. Aber ich weiß ja nicht mal, ob die explodieren. Heißt, ich sollte mich eigentlich jetzt erstmal hochbauen und mal auf Sicht auf einen schießen. Ich baue mich mal hier so hoch. Sieht auch irgendwie ein bisschen komisch aus. Der Enderdrache greift mich schon an. Und wir probieren hier nochmal den Sonic Beam auf Sicht. Und das klappt so auf jeden Fall nicht. Kann aber auch am Gitter liegen. Ist natürlich jetzt nicht der perfekte Test hier. Nochmal. Das ist gar nicht gut. Das heißt, wir müssen uns zu jedem einzelnen hochbauen und den so weghauen. Und wo habe ich eigentlich mein Wasser? Wieso ist mein Wasser weg? Ich springe einfach so hier runter. Ich habe ja ein paar Herzen. Okay, die verliert man aber auch ganz gut. Hier ist mein Wasser. Dann bauen wir uns jetzt an jedem einzelnen hoch und machen so die Crystals weg. Und dann einen Water Emergy hinterher. Klappt auch als Warden. Bisschen komisch vom Gefühl, aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Und weiter geht's. Okay, dann müssten es jetzt nur noch 2 Stück sein, wenn ich richtig gezählt habe. Und ein Gitter fehlt mir noch. Das heißt, der Schmalere hier muss ein Gitter haben. Oh mein Gott, der Enderdrache kommt. Aber so ohne was zu sehen ist das trotzdem ein bisschen schwierig. Ich weiß ja nicht, ob der so hoch ist oder so hoch ist. Ich schieße einfach mal so.
Und das hat gepasst. Okay, nehme ich mit. Gerne. Und das ist dann der allerletzte. Da weiß ich aber überhaupt nicht, wie hoch der ist. Der ist relativ breit. Das heißt, der müsste sehr hoch sein. Ich schieße einfach mal den letzten Pfeil so. Der war wahrscheinlich ziemlich schlecht. Okay, wir bauen uns noch ein letztes Mal hoch. Aber erstmal wieder voll essen, falls der Enderdrache mich hier runterboxt. Und ich habe den Pfeil wieder eingesammelt. Okay, wir waren noch lange nicht oben mit dem Pfeil. Dann haben wir damit alle Crystals. Ich setze mich ins Boot und fahre hier ganz entspannt runter, weil man sieht nicht wirklich viel. Hier kommt der Enderdrache. Ganz entspannte Bootsfahrt wieder gehabt hier. Und jetzt können wir gleich rausfinden, wie viel Schaden wir wirklich mit der Hand machen können. Ich trinke einfach mal einen Regenerationstrank. Ich habe noch ein paar. Während der Enderdrache irgendwo rumfliegt, können wir vielleicht versuchen, da kommt er runter, mit dem Sonic Beam ihn zu treffen. Okay, das macht nicht super viel Schaden, leider. Das ist jetzt ein bisschen schade, weil es wird wahrscheinlich schwierig, überhaupt mit der Hand jetzt dran zu kommen. Okay, ich mache ihm so gar keinen Schaden. Ich höre das Schlaggeräusch, das heißt, ich habe getroffen, aber ich kann ihm nur so wirklich Schaden machen. Das ist schade. Dann werden wir den ein paar Mal aufladen müssen und möglichst auf den Kopf schießen vielleicht. Ich könnte wenigstens versuchen, ein bisschen mit der Axt dran zu kommen. Jetzt fliegt der aber auch komplett schnell weg. Ich glaube, er hat jetzt noch das Knockback bekommen von dem Sonic Beam. Oh, er kommt aber auch direkt wieder runter. Direkt mal Beam rein. Und jetzt gucken, ob ich irgendwie vielleicht auch mit der Axt dran komme von hier. Okay, so am besten nicht. Lass mich dran. Ja, ich komme dran. Dann critten wir ein bisschen. Okay, critten kann ein Warden nicht. Gut zu wissen. Wir machen ihm gut Schaden gerade. Er fliegt weg. Okay, alles gut. Er kommt wieder runter. Man sieht es an den Partikeln ganz gut. Und ich habe einen Enderman getroffen. Das ist nicht so gut, weil jetzt ist er böse auf mich, aber ich kann ihn one-hitten. Dann gehen wir wieder auf den Kopf. Und er will das natürlich wieder nicht. Heißt, wir bauen uns wieder hier so eine kleine Schlagbrücke hin. Noch ein Sonic Beam dazwischen. Und dann wieder warten, dass er runterkommt. Ich würde ihn aber auch gerne mal so in der Luft treffen. Aber ich kann wirklich keine Partikel von ihm sehen. Klingt so, als wäre er irgendwo da. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn so treffe. Nee, eher nicht. Ich kann schauen, wo die Endermen hinlaufen. Und da kommt er aber auch gerade runter. Jetzt sehe ich ihn sowieso. Wir schießen schon mal rein. Und dann schön mit der Axt auf den Kopf. Und er hat nicht mehr viel. Komm noch einmal runter, dann könnte es schon reichen. Da hinten habe ich ihn kurz fliegen sehen. Ich schieße mal wieder irgendwo hin. Hier sind die wütenden Endermen. Ich komme kaum hinterher. Also, er muss ja irgendwo da so sein. Theoretisch. Oder er ist hier in der Mitte. Da kann er natürlich auch sein. Da habe ich jetzt nicht so gut gesehen. Schön nochmal ein bisschen mit der Axt. Und damit ist der Enderdrache down. Nice. Oh mein Gott, war das ein dunkler, aber nicer Endfight. Wir haben es geschafft und der Enderdrache ist besiegt. Wie nice war das denn? Erstmal meine Level einsammeln. Auch ein Warden freut sich über Level. Wenn ich schön alle ins Skalk reinpacken bei mir zu Hause. Dann hole ich mir noch das Drachenei mit. Und meine Spitzhacke ist genau jetzt kaputt. Komm, ich mache mir doch mal eine neue. Extra für das Drachenei. Meins. Nice. Und dann haben wir es geschafft und haben als Warden Minecraft durchgespielt und mit Sonic Beam den Enderdrachen besiegt. Nice.